Chat, wir haben noch auf ganz, ganz entspannt unsere Teambewertung am Start. 13 Siege sind es geworden mit dem AC Mailand Legenden-Squad. By the way, ein absolutes Novum, ne? Ich habe einfach keine individuellen Taktiken eingestellt. Guck dich das mal an. Sehr defensiv, defensiv, offensiv, sehr offensiv. Ich habe nichts verstellt. Ich habe einfach hier auf der Standard-Taktik gezockt und da ein paar Sachen umgestellt. Ich habe einfach nie meine Aufstellung gewechselt in der kompletten Weekend League. Ich habe nicht mal einmal auf Offensiv oder so gedrückt. Einfach immer so gezockt. Beste Leben. Also ja, Taktiken, enge Raute, zap, zap, Anweisung, Stürmer zentral orientieren, Abwehr überlaufen. Kaká vorne bleiben, Gattuso hinten bleiben, Mitte abdecken, die beiden Achter Flügel abdecken und sonst gar nichts. Außenverteidiger hinten bleiben. Gehen wir rein ins AC Mailand Legenden Squad. Donnarumma? Ich würde sagen eine 2. Der war echt stabil. Ist der gestiegen? Nee. Doch, ist gestiegen, ne? 200k wieder. Hat der mal nicht eine Zeit lang wie 160k gekostet, Chat? Oder bin ich lost? Der ist gestiegen, ne? Aber ja, also keine Ahnung. Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt günstigere Keeper, die genauso gut oder vielleicht besser sind. Oder auf einem ähnlichen Niveau sind. Ich fand den nice. Aber das war jetzt nicht so, oh mein Gott, ich zock Donnarumma tot. Die Ära sieht alles weg. Ich würde sagen eine 2+. Es gibt bessere Keeper für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, aber der war schon sehr stabil. Also der hat mir schon häufig den Arsch gerettet. Ich glaube 2+ ist ganz fair. Außenverteidiger, Cafu, sehr stabil gewesen. Einer der besten Rechtsverteidiger, die ich bis jetzt gezockt habe. Kostet halt wegen Icon 800k. Wenn ihr den nicht zwangsläufig braucht, würde ich es auf der Position auch anders lösen. So, da muss man keine 800k ausgeben. Aber fand ich auch sehr stabil. Würde ich eine 2 geben. Hernandez. Es ist so komisch, Chat. Ich habe das ja schon des Häufigeren gehabt, dass ich hier Karten bewertet habe, den ich in der Weekend League dann einmal irgendwie so eine 3 gegeben habe und dann nächste Weekend League 1, ne? Theo Hernandez war diese Woche Ghost Crank, Alter. Ich gebe eine glatte 1. Ist überragend. Hat alles wegverteidigt. Heftig. Theo Hernandez, absolut heftig. Glatte 1. Maldini. Es ist nur der Preis. Alles andere ist böse. Prime Maldini, auch glatte 1. Der ist halt teuer, weil es halt eine Icon ist, ne? Aber sonst komplett gestört. Es ist wirklich komplett gestört, Maldini. Also ist für mich auch eine glatte 1. Den fand ich wirklich richtig geil. Der hat den Laden so zusammengehalten. Und Maldini hat auch echt dafür gesorgt, dass der Kollege hier, und da wurde ich vor der Weekend League so ausgelacht für, zu Recht auch, als ich den gekauft habe. Aber Maldini hat echt dafür gesorgt, dass Baresi nicht so scheiße aussah. Also Chat, was würdet ihr Baresi geben? Ich sag euch ehrlich, ich gebe dem eine glatte 3. Ich fand den echt in Ordnung. Weil, klar, der ist langsam, aber bei allem anderen war der echt krass. Der war richtig stabil. Maldini besser als Marquinhos oder kann man die nicht vergleichen? Also ich würde sagen, Maldini ist wie Marquinhos, nur halt mit Icon-Symbol drauf. Und Marquinhos ist, glaube ich, noch bei Passen und Dribbling halt wegen den Toti-Boosts besser. Also Marquinhos schon besser als Maldini, aber Maldini hat halt den Icon-Vorteil, ne? Hätte sogar 2- gesagt. Ja, come on, Alter, dann geben wir Baresi eine 2-, weil ich fand den auch echt stabil. Das war das, was Puyol letzte Woche sein sollte. Ich war echt zufrieden mit dem. Kann ich nichts gegen sagen. Gattuso auf der 6, auch zufrieden mit gewesen. Also, ich muss halt auch Gattuso eine gute Note geben. Ich würde, na, das muss ich mal vorher sagen, von all den Spielern, den wir hier haben, sind die wenigsten sind so richtige Metakarten, wo ihr sagen würdet, boah, ja, da gehe ich rein, den zocke ich jetzt auf jeden Fall, ne? So Gattuso, Baresi, Seedorf, Pirlo, Van Basten, sind alles keine Metakarten, so klar. Aber ich gehe ja auch bei der Bewertung immer daran, was ich von dem Spieler erwartet habe. Und Gattuso war so ein Spieler, von dem habe ich gar nichts erwartet. Und ich fand den auch echt stabil. Ich würde den natürlich nicht in meinem Main-Team zocken. Aber der war in der Engraute nur dafür da, um zu zerstören. Und das hat er richtig gut gemacht. Er hat alles zerstört. Und es war echt, also ich fand den echt gut. Spieleröffnung muss man bei dem sagen, Katastrophe. Der kann halt keinen Pass über 10 Meter spielen. Weil der wirklich ein reiner Zerstörer ist. Das heißt, italienische Viktor Paulsson. Ja, aber ich habe nichts erwartet und wirklich einen guten Sechser gekriegt. Deshalb sage ich auch 2-, ohne Witz. Pirlo. Glatte 2. Genau das, was du von einem Pirlo erwartest. Einfach geile Pässe, geile Spielkontrolle. Pirlo war ich richtig zufrieden mit. Sage ich eine glatte 2, Chat, ohne Witz. Den fand ich echt nice.
Ich glaube, der funktioniert noch besser, wenn du den auf einer Doppel-6 spielst. Oder halt als Sechser. Und dann halt so zum Spielaufbauen den zwischen die Innenverteidiger fallen lässt. In der Engraute ist er halt manchmal so auf dem Flügel aufgetaucht. Das war jetzt nicht immer so nice. Dadurch hat er aber immerhin manchmal auch so Flanken geschlagen, die dann zu Toren geführt haben. Ich würde glatte 2 sagen. Also Pirlo echt zufrieden mit gewesen. Ja, hier, ich bin ehrlich, ne? Der hatte ein Spiel. Die, die im Weekend Extreme am Sonntag dabei waren, Grüße an meinen Chat gerade. Die wissen Bescheid, ne? Der hatte ein Spiel, wo der echt abgerissen hat auf einmal, aber sonst war der nix. Sonst war Seedorf wirklich nix. Also ich würde sagen, eine 4-. Wenn man Bock hat, kann man den zocken, aber ich glaube, wenn, dann auch auf der 10. Also der ist auf der 8 wirklich nicht zu gebrauchen gewesen. Der hatte seine ein, zwei Momente, aber nicht mehr, nicht weniger. Auf der 8, zu wenig Ausdauer, zu wenig Aggressivität in den Zweikämpfen. Gegen den Ball ist es halt einfach nichts. Also ich sag 4- mit viel Wohlwollen, weil er halt wirklich ein sehr gutes Spiel hatte, wo der 3 Scorer hatte. Kaka? Hat's gut gemacht. Kaka würde ich auch sagen, eine glatte 2. Der hat jetzt nicht irgendwie alles wegrasiert, aber 26 Scorer und 28, Alter. Seinen Job gut gemacht. 21 Vorlagen, du siehst halt, ne? Der hat seinen Job voll erfüllt. Der hat die beiden Stürmer gefüttert. Ja, machen wir eine 2+ raus. Der war schon echt top. Nicht sehr gut, aber gut. Hat mir gut gefallen. 1+. 1+ mit Sternchen. Ich verstehe jetzt, warum der Typ immer noch über 2 Millionen kostet. Ich verstehe es jetzt. Habe ich vorher schon mal gezockt. Irgendwie nur so 5-6 Spiele. Bin aufs Player-Model nicht klargekommen. Absoluter Brecher. Ist einfach ein Haaland mit noch heftigerem Körper und 5-Star-Skills. 1+ mit Sternchen. Völlig gestört. Hilfe. Überragend. So. Und über den müssen wir reden. Und ich gebe dem tatsächlich eine glatte 2. Van Basten, vor der Weekend League gedacht. Was für eine Scheiße tue ich mir da an? Ey, ich habe nichts erwartet und einen richtig guten Stürmer gekriegt. Ohne Witz. Ich habe den meistens zur 60. Minute rausgenommen und er kommt auf 23 Scorer an 28 Spielen. Scheiß drauf, ich gebe dem sogar eine 2+, weil du kriegst bei der Karte genau das, was du haben willst. Du kriegst einen Stürmer, der einfach einen heftigen Abschluss hat. Nicht mehr, nicht weniger. Der ist nicht der Schnellste, der hat keine Skills, passen, auch nicht überragend, aber vorm Tor, wenn der vorm Tor steht, der bombt und rein geht's. Van Basten als reiner Neuner fand ich den echt stabil. Der kriegt eine 2+ von mir. Ich fand den echt Killer. Also im 1 gegen 1 vorm Tor, es liegt wahrscheinlich auch natürlich an 97 Abschluss und 92 Ruhe, aber ich habe selten einen Stürmer erlebt, der so eiskalt vorm Tor ist, wirklich. Überragend. Richtig gute Karte. Generell mit dem Team zufrieden gewesen. Zu den Auswechselspielern kann ich jetzt nicht so viel sagen. Pippo Inzaghi ohne Tor geblieben. Aua. Shevchenko, 2 Hütten gemacht. Bester Mann. Giroud, 1 Hütte gemacht. Pato, 9 und 12. Ich sag's euch ganz ehrlich. Gebt dem Team eine 2+. Hat richtig Bock gemacht. Es war einer der coolsten Weekend Leagues, die ich bis jetzt hatte. Ich gebe dem Team eine 2+. Es hat echt Spaß gemacht. Ich habe nichts erwartet und hatte wirklich eine richtig coole Weekend League.